Moin Giorno und willkommen zum Unboxing der Türchen 12. Ja, leider ist es wieder passiert. Ich habe zu spät gemerkt, dass die Kamera nicht lief. Deshalb, ja, machen wir das Ganze jetzt nochmal erneut im Schnelldurchlauf. Wir haben die 12 neben der 11 oben links in der Ecke und es ist dieses Mal ein Chatterbait. Und zwar ist der auch wieder neu dieses Jahr hinzugekommen. Dieser ist UV-aktiv, sehr, sehr klein. Es ist ein 1-0er Haken, war das, glaube ich, hier. Ja, genau, 5 Gramm schwer. Und Chartreuse Party nennt sich diese Farbe hier. Und auf dem Plättchen haben wir hier auch noch Zeck eingedruckt. Und auch unten die Angaben auf dem Köder. 5 Gramm, 1-0er Haken, was immer ganz schön ist. Wenn man die Köder so in der Tackle-Box rumfliegen lässt, die Verpackung, die bewahrt man ja eher nicht auf. So hat man so ein paar Angaben. Man ist ja nicht immer am gleichen Gewässer, was denn dort am besten fängig ist. Vielleicht kriegt man auch mal Tipps von anderen Anglern, mit welchen Grammaturen diese fangen. Und so kann man dann schneller mal wechseln. Ja, der Chatterbait war dieses Mal bei Zeck Plus drin. Und auf dem Türchen steht noch, gerade Barsche sollten sich warm anziehen. Mit dem passenden Trailer, der sicher auch in einem der nächsten Türchen zu finden sein wird, ist dieser Chatterbait wie gemacht, um Barsche zu ärgern. Wie du das am geschicktesten machst, erfährst du natürlich auch heute wieder auf Zeck Plus. Und genau so cool muss das abgestimmt sein. Dann kann man sich jetzt schon darauf freuen, wenn man den Trailer zu diesem dazugehörigen Chatterbait bekommt. Und wir hatten ja auch schon noch einen Chatterbait hier drin. Also, dann machen Trailer auf jeden Fall auch Sinn. Dann ist man gleich ready to fish. Und ja, so soll es sein. Wir machen weiter mit Hecht und Barsch. Die Nummer 12 haben wir hier. Und zwar haben wir hier ein spezielles Rig, ein Lip Jig von der Firma Musaga oder LMAB. Wir haben hier einmal Gewichte und diese kleinen Schräubchen, die ihr hier seht, von der Firma Musaga. Und das Besondere daran ist, dass ihr Softbaits mit diesen, jetzt seht ihr es, mit diesen Jigköpfen Hardbaits draus machen könnt. Also, wir haben hier eine Tauchschaufel dran. Das ist hier ein 6-0er Haken. Die Größe steht auch drauf. Könnt ihr, glaube ich, jetzt sogar sehen. Ja. Wir haben hier nochmal eine kleinere Version. Was haben wir hier drauf? Haben wir irgendeine Angabe? Ja, ein 1-0er Haken ist das hier. Und genau das gleiche Prinzip. Wir ziehen hier einen Gummifisch drauf auf diesen Jigkopf und können dann das jeweilige Gewicht noch raufsetzen. Das Schöne ist, dass wir dann variabel sind, weil die Grammaturen sind unterschiedlich. Und dann haben wir aus einem Softbait ein Hardbait gemacht. Ich allerdings benutze einfach ein Hardbait, wenn ich ein Hardbait fischen will. Und ja, ist jetzt nicht so ganz meins, aber die Geschmäcker sind unterschiedlich. Sicherlich ein witziges Teil. So, das war das. Auf der Rückseite sehen wir auch mal eine kleine Angabe. Hier steht es nochmal drauf. Zieh deinen Gummifisch auf den Lipjig auf, klemme ein Gewicht deiner Wahl in eine Spirale, schraube ein oder zwei Gewichte in deinen Gummifisch, um ihn perfekt auszubalancieren. Ja, und dann ja, bisschen aufwendig, wenn man keine Hardbaits hat. Aber nun gut. Vielleicht kann man so auch seinen super eigenen Köder kreieren. Wir machen weiter mit MFB. Ultraleicht 12. Wo war denn jetzt die 12? Die war unten links hier. Eine kleine Schachtel. Und zwar von Magic Trout. Der Regenwurm wird heute sehr vermisst, weil er heute angeln ist. Und zwar ist das der T-Worm. Forellenangler kennen den sicherlich. Und zwar haben wir einen UV-aktiven Köder, oder beziehungsweise mehrere.
ich glaube, 6 Stück sind insgesamt, ja, 6 Stück sind enthalten. 5,5 cm lang, T-Warm Paddler von Magic Trout in dem Geschmack Chili Cheese. Die Farbe nennt sich Neon Yellow Black und hui, nichts für die menschliche Nase. Aber ich hole mir jetzt einen raus. Oh, komm schon. Na, ein, genau. Jetzt haben wir hier einen Kollegen. Und dann würde ich das so machen, dass ich mir einen 4er oder 6er Haken nehme. Dann mache ich da so eine 1 bis 2 Gramm Tungstenperle gleich am Anfang rauf und ziehe den auf, sodass er wirklich relativ vorne schon wieder rauskommt. Ich würde sagen auf diesem Stück hier, damit dieses Rückteil hier wirklich sehr viel Spiel hat unter Wasser. Und ja, die Hakquote ist nicht so gut wie bei Spoons, finde ich, aber die fangen ganz gut. Und bei Forellenangeln oder bei Teichen ist es sowieso mal gut, mal ein bisschen den Köder zu wechseln. Und ja, kann ich auf jeden Fall was mit anfangen. Schön. Jetzt geht's nach Japan. Und zwar haben wir hier die 12 recht klein. Japanische Rigs für alle Fälle, Part 2. Ryugi Japan. Und hier haben wir gleich mehrere Teile drin. Also, wir haben hier Tungstengewichte in 7 Gramm. Dann haben wir hier Sprengringe. Und dann haben wir hier noch Haken in der Größe 2. Alles von der Marke Ryugi. Top Qualität machen die. Und ich glaube, da ist es dann sicherlich angebracht, dieses Video hier mal anzuschauen. Und dann kann man sich ein schönes Rig bauen mit dem Part 1 dazu. Da werde ich jetzt leider keine Zeit zu haben. Ich hoffe euch, das hat das Video trotzdem gefallen und ja, dass wir uns morgen wiedersehen. Bis dann, bleibt gesund. Ciao.